Ich habe einen Bauernhof gekauft. Ein neues Video für euch. Und es ist ein Video, was ihr euch schon seit Wochen, vielleicht auch schon seit Monaten wünscht. Gleich sind wir in einer Parallelwelt. Immer noch am Rosenhof, aber in einem Fahrzeug. Pferdeanhänger. Für ganze 24 Stunden lang. Ich weiß nicht, wie das wird. Es kann richtig gemütlich werden, es kann aber auch eng, stinkig und vielleicht unbequem werden. Kleine Info, heute sind dort nur Menschen drin erlaubt. Pferde müssen draußen bleiben. Wir teilen uns jetzt den Platz nicht mit Pferden oder so. Die Pferde stehen auf der Koppel, in ihrer Box, auf dem Paddock, wo auch immer, wo sie sonst auch immer stehen. Und wir werden halt alleine 24 Stunden lang im Pferdeanhänger sitzen, stehen, liegen, tanzen. 24 Stunden irgendwie die Zeit rumkriegen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und schreibt wie immer neue Vorschläge in die Kommentare, wo wir noch 24 Stunden verbringen können. Ich freue mich. Und abonnieren nicht vergessen, das ist wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall Spiele zum Zeitvertreib. Eine Lichterkette, Stifte für die Spiele, Gummibärchen. Und ich will sie auch gemütlich haben. Du nimmst im Ernst deine Bettdecke mit? Ja klar, ja natürlich. Hä, hey, dann machst du auch, ich will nur meine Bettdecke auch dabei haben. Könnte eng werden. Hallo Billy und Suri. Wollt ihr eigentlich auch mitkommen? Möchtest du auch mitkommen? 24 Stunden Pferdeanhänger? Was sagst du dazu? Ich bin für die Verpflegung zuständig. Jausenbrote. Ich habe mir überlegt, es gibt Jausenbrote. Hier so belegte Brote. Und darum kümmere ich mich jetzt. Ich habe echt alles da, weil frühstückstechnisch sind wir sowieso immer sehr gut ausgestattet. Liebe Kresse. Und ein bisschen Salz. Veggie-Wurst. Ei-Aufstrich da. Das ist auf jeden Fall Sarinas Favorite. Schreibt mal euer Lieblingsbrot in die Kommentare. Was muss bei euch immer aufs Schulbrot drauf? Oh, ganz wichtig. Saure Gurken fehlen noch. Görkis. Ja, da sind ja fast gar keine mehr drin. Wer hat die denn alle gegessen? Friseur. Tada, das sind meine Kreationen. Deckel drauf. Eigentlich habe ich ja jetzt schon Hunger. Aber die müssen wir anpacken. Lecker. Das sind alles wichtige Essentials. Die wollen auch mitkommen. Der Anhänger, in dem wir jetzt die nächsten 24 Stunden verbringen werden. Lass uns mal reingucken, wie der von innen aussieht. Ich glaube, der muss noch geputzt werden. Willkommen zu Hause. Auf jeden Fall muss das Ganze hier, diese ganzen Sägespäne noch raus. Die finde ich ein bisschen ungemütlich. Das hier ist unsere Hintertür. Tada! Da kommt auf jeden Fall immer gut frische Luft rein und die Fenster kann man auch kippen. Ich habe da noch was Cooles. Unseren persönlichen Vorgarten. Wir dürfen ja nicht runter vom Hänger, deswegen machen wir uns eine Wiese in den Hänger. Die Pferde finden es gerade ein bisschen doof, dass ich hier mit diesem Sack hier gekommen bin, weil da drin ist immer das Heu für die Pferde drin. Jetzt nehmen wir es aber als Sack für, um das alles rauszuholen. Das ist ja schon voll viel Arbeit, bevor wir überhaupt angefangen haben. Ganz schön staubige Angelegenheit. Ich habe einen Mini-Besen am Start. Den kann man doch so. Oh, das ist ein richtiger Besen jetzt. Crazy. Passend dazu gibt es auch die Mini-Schaufel. Einwohner kommen. Ich werde dann ready. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wir können dann nicht mehr zurück. Achtung, Achtung! Die Feuerwehr kommt. Hey, was ist denn dein Plan? Naja, putzen. Ich dachte, wir machen hier so easy peasy ein bisschen rauskehren. Jetzt kommt sie damit daher. Vielleicht auch noch irgendwie Glanzspray oder Parfum. Raumspray wäre vielleicht eine gute Idee. Das können wir auch gleich als Trinkwasserzufuhr nehmen. Auf jeden Fall haben wir fließend Wasser. Ich montiere das einfach hier. Und dann kann man hier so vorsichtig ein bisschen aufdrehen. Haha! Gibt es da ein Problem?
das denn vorgestellt? Machen wir es so. Ich würde es noch ein bisschen glatt streichen, aber sonst sieht es super aus. Hast du auch noch irgendwelche Blümchen oder so zum Anpflanzen? Ja, alles im Koffer. Hey, dein Ernst jetzt? Ja, natürlich. Wir müssen sie richtig schön haben. Vielleicht ist das ein guter Trick, damit Pferde da lieber reingehen, wer weiß. Fühlt sich gut an. So kann ich mir ein Picknick vorstellen. Hier. Du hast ernsthaft Blumen mit dabei? Das sieht ja gleich viel besser aus. Regel Nummer 1. Auf die Handtücher darf man niemals mit Schuhen. Jetzt wird's richtig gemütlich. Oh. Lichterketten, Blumenkranz. Ich sorge für Licht mit einer Mini-Lichterkette. Ist das unser einziges Licht später? Wir müssen noch eine Laterne holen. Natürlich muss da noch was in die Küche gebracht werden. Hier ist die offizielle Küche. Wir haben hier zu trinken, zu essen, Vormittagssnack. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass egal wo wir sind, Vicky überall eine Küche einrichtet? Auch im Stall? Hier ist jetzt einfach mal unsere Küche. Ich weiß jetzt nicht mehr wohin mit dem ganzen Essen. Überall. Ist schon Zeit für Spiele? Wir haben ein Würfelspiel und Stadtland-Einhorn mit dabei. Stadtland-Einhorn ist, wie der Name vielleicht verrät, ein Stadtland-Flussspiel. Aber die noch viel coolere Edition. Da sind nämlich so richtig lustige Aufgaben drin. Wie zum Beispiel Ferienbeschäftigung, Pizzabelag. Hallo, ist wichtig. Weißt du, ein Pizzabelag mit Z? Zuckerschoten. Das sind doch so Erbsen, oder? Die ausgefüllten Seiten, die sind geheim. Die kann ich echt nicht herzeigen. Wer überspringt Buchstaben wie Q, X, Y und Z auch immer? Nee, also bei Q setze ich mich ein. Q muss genommen werden, aber Y gehört nicht dazu. Stadt mit Q. Quebec. Woher weiß ich das? In Kanada. Land mit Q. Das wird schon schwieriger. Fluss mit Q. Süßigkeit mit Q. Map, Zeit vorbei. Wir überspringen Q besser. A. Stopp. F. Und los geht's. Oh, schnell. Fluss F. Ein Film mit F? Oh Mann, wir fangen irgendwie nie Filme ein. Ich weiß einen. Ich bin richtig nervös, weil die Kamera an ist, sonst bin ich viel besser. Ja, Lüge. Ich brauche nur meinen Fluss. Ich habe noch nicht meine Süßigkeit. Das ist mein Bestes. Stopp. Oh. Frankfurt. Finnland. Frankreich. Ich habe keinen Fluss, du bekommst 20. Flora. Felix. Feigenkekse. Die hast du noch nie gegessen. Nee, aber ich liebe Feigenkuchen. Findet Nemo. Voll der gute Film. Wie bist du jetzt in der Stresssituation da drauf gekommen? Schon wieder 20. 105. 65 Punkte nur. Du bist ja richtig schlecht. Ich habe hier noch was mit dabei. Es ist unser Comic. Abenteuer vom Rosenhof. Und eigentlich erleben wir hier gerade auch ein Abenteuer am Rosenhof. Im Pferdeanhänger am Rosenhof. Ich bin da so stolz drauf. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben unser allererstes Comic rausgebracht. Mit einer Geschichte, die ganz schön magisch ist. Voller Geheimnisse mit Tieren, Abenteuern und Freundschaft. Mache jetzt ein Nickerchen. Ich finde, es ist Zeit für das erste Nickerchen. Oh, das ist so gemütlich. Ihr glaubt gar nicht, ich freue mich richtig auf heute Nacht. Das wird toll. Wir können die Sterne beobachten. Also ich frage mich ernsthaft, wo du da Sterne beobachten willst. Da ist jetzt kein Fenster oder so. Na, hier raus. Wir haben richtig weiche Kissen. Das wird das beste 24-Stunden-Video aller Zeiten. Ich sag's euch, das ist bequemer als im Stroh in der Pferdebox. Wirklich. Wie viel Zeit ist jetzt eigentlich schon vergangen? Guckst du wieder auf deine imaginäre Uhr? Ja. Mein Scrunchy sagt. 12 Stunden haben wir schon geschafft. Nee, noch nicht leider. Snacktime. Wo ist denn Sarina? Wir haben so einen kleinen Anhänger und ich hab sie schon verloren. Ich bin hier hinten. Magst du Brötchen? Was gibt's für Brötchen? Oh, hier drin ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Es gibt auf jeden Fall eins mit Crème und Wurst und Käse. Gibt's Eieraufstrich? Ja, da habe ich nur schon kurz reingebissen, aber sonst ist es noch gut. Sie hat in mein Brot gebissen. Das war keine Absicht. Naja, ein bisschen Absicht. Das ist voll die schöne Aussicht hier. Ich sehe schon Pferde. Ich sehe die Natur. Ach ja, wir haben auch Tomaten. Fühlt es sich so in einem Tiny House an? Nur die haben auch noch ein Bad. Nachtisch! Wenn ich den Pferdeanhänger nicht brauche gerade, könnte ich ihn eigentlich vermieten. Mini-Hotel. Glaubst du, das Buchbär? Für ein Schnäppchen von 200 Euro die Nacht. Da
Marina war schon immer bekannt für ihre Schnäppchenpreise. Bettwäsche bitte selbst mitbringen. Und danach muss man auch mal alles selbst putzen, ne? Eigentlich muss man davor auch schon alles selbst putzen. Großartige Dinge passiert. Erstens, wir haben Pizza geliefert bekommen. Vielleicht waren wir ein bisschen sehr hungrig und sie ist jetzt schon weg. Wir machen jetzt auch noch ein Lagerfeuer. Und es gibt Marshmallows. Können wir das nochmal machen? Und es gibt Marshmallows. Marshmallows. Sah das gut aus? Ja. Können wir jetzt mal appreciaten, wie wunderschön einfach diese Lichterkette ist? Ich freue mich schon so sehr darauf, hier schlafen zu dürfen. Oh, schnell, Feuer. Das Feuer. Das war dann wohl nix. Feuer kann noch ein bisschen dauern. Aber das sieht jetzt schon gut aus. Ist es schon bereit? Feuer brennt. Wir sind natürlich noch brav auf unserer Pferdeanhängerwiese. Hier ist die Grenze. Ein Schritt weiter für uns. Hier ist das Feuerchen. Until the sky has fallen, I'll be alright. Ich sehe aber gar keine Sperren. Wer kennt, egal wo man sitzt immer im Rauch. Der Rauch vom Feuer geht immer in meine Richtung, dieses Opfer. Aber diesmal hast du auch keine Chance, dich umzusetzen. Ich weiß, deswegen... Der ganze Rauch geht in unseren Anhänger, oh nein! Es ist eine Räucherkammer. Zuerst mal Marshmallows. Ich bin zwar schon ziemlich satt von der Pizza, aber Marshmallows gehen immer. Ich glaube, sie sind schon braun geworden. Kostprobe. Oh, ist das heiß? Ist das heiß? Meins war perfekt. Das ist auch lecker. Oh nein, ich habe hier schon meinen Spieß angekleckert. Boah, er klappt richtig gut. Es brennt schon 10 Minuten am Stück. Das ist ein Rekord für uns. Ihr müsst jetzt mal sehen, wenn wir versuchen zu grillen. Meistens endet es so, dass dann einfach das ganze Essen drinnen am Herd gemacht wird und wir es draußen essen. Ja, in der Pfanne. Wir haben schon einen Mitbewohner. Ein kleiner Schmetterling. Oder so ein Nachtfalter. Aber ich nenne ihn lieber Schmetterling. Das hört sich einfach schöner an. Freund, willst du mein Freund sein? Willst du auf meinem Finger sitzen? Feuer ist schon erloschen und wir sitzen hier und gucken einfach in den sternenlosen Himmel. Leider sind noch mal keine Sterne aufgetaucht. Gute Nacht. Ich meine das ernst. Spielen wir nochmal Stadtland Einhorn? Wir haben jetzt schon 30 Runden gespielt. Wir haben jeden Buchstaben doppelt. Außer Kuh. Ich muss auf meine Finger aufpassen. Oh. Zu! Geschafft! Soll ich das auch noch zumachen? Nein, wir brauchen Luft. Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Sorry. So ist schon noch besser. So kriegen wir überhaupt keine Luft. Oh, hier sind ja voll viele Insekten. Guckt mal hier, wie viele Mücken hier sind. Es geht nicht mehr auf. Festdrücken. Ja, mit Schwung. Ist doch so besser. Es ist schon 2 Uhr nachts und wir haben noch immer nicht geschlafen. Wir sitzen hier, quatschen. Wir sind kurz davor einzuschlafen. Aber ich fühle mich sehr wohl hier. Ab und zu hören wir gruselige Geräusche, aber sonst finde ich es auch okay. Ich bin echt schon müde. Dürfen wir jetzt endlich schlafen gehen? Gute Nacht. Gute Nacht. Dass ich diesen Tag noch erlebe, wo ich vor Sarina wach werde. Ich glaube, es ist noch ziemlich früh. Ich fand es auf jeden Fall gemütlich, bisschen eng und ein bisschen hart. Sarinchen! Guten Morgen aus dem Pferdeanhänger. Hey, ich habe krass gut geschlafen, Engel. Ja, ich bin vor dir wach geworden. Das ist ein Wunder. Könntest du den Frühstücksservice anrufen? Ich höre irgendwas. Also, es geht jemand vorbei? Ich höre Schritte. Das ist der Frühstückshammel. Bitte? Wir haben es durchgehalten. Wie wär's mit einem Daumen nach oben, wenn ihr nicht schon längst drauf geklickt habt? Bis zum nächsten Mal.